Genauso wie im Pkw gibt es also so viele Assistenzsysteme heute, wo man in Lkw schon fast wie ein Pkw fahren kann. Allerdings muss man immer berücksichtigen, er ist viel, viel länger, er ist viel, viel breiter, er ist viel, viel höher. Das macht den feinen Unterschied. Also. Und genau auf diesen feinen Unterschied soll aufmerksam gemacht werden. Dafür touren mehr als 60 historische Nutzfahrzeuge alle 2 Jahre quer durch Deutschland. Über 1500 Kilometer legen sie dieses Jahr entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze zurück und kehren ein in Frankenheim. Und in diesem Jahr hatten wir 25 Jahre deutsche Wiedervereinigung und aus dem Grund auch Tour der deutschen Einheit. Und da habe ich mir gesagt, als Leipziger, da muss die Tour der deutschen Einheit, die darf nicht nur von Bonn nach Berlin durch irgendwelche Städte gehen, sondern die muss auf jeden Fall durch Leipzig gehen, durch die Heldenstadt Leipzig. Und das hat mich auch getrieben, diese Fahrt der deutschen Einheit zu machen. In Frankenheim wird ein kleiner Eindruck der Nutzfahrzeuggeschichte für Besucher lebendig gemacht. Genau diese Geschichte lebt der Seniorchef von Frank Fahrzeugbau seit mehr als 50 Jahren mit Leidenschaft. Das war eben die Technik, mit der wir vor 50 Jahren auch angefangen haben. Also das war das, womit ich als Lehrling zu tun hatte. Und ja, ich würde sagen, wer einmal Diesel oder Benzin eingeatmet hat, das vergeht nicht. Das atmet man bis zum Schluss. An Schluss machen denkt Klaus Frank noch lange nicht. Im Gegenteil, für den Firmengründer hat nach der Staffelstabübergabe an Sohn Andreas eine neue, spannende Zeit bereits begonnen. Mit dabei sein strahlender S4000. Wir haben das ja diese Woche so genossen, dass wir immer auf unseren Lkw geschlafen haben. Also sie sind mit dem Auto 24 Stunden verbunden und man kriegt auch eine Achtung vor den Piloten der Landstraße, sagen wir, die jeden Tag in Lkw quer durch Europa reisen müssen. Dann merkt man erstmal, wie das ist, wenn sie von einem Pkw geschnitten werden. Also von daher, Leute, nehmt Rücksicht auf die Lkw-Fahrer. Nächstes Ziel auf seiner Tour des Lebens ist die IAA in Hannover, die weltgrößte Messe für Nutzfahrzeuge.